So, meine lieben Freunde, es geht los mit meinem Karrieremodus bei FIFA 13. Ich habe angefangen mit dem VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga. Und ich würde mal sagen, na, ich weiß nicht. Schauen wir erstmal in die Mannschaft rein. Wir sind hier mal direkt reingesprungen und Diego, Ronaldo, das sind eigentlich die Besten hier. Haben noch viel dran arbeiten, aber das werde ich erstmal vor dem Spiel machen. So, dann schauen wir erstmal überhaupt, was wir so an Transfers machen können und so weiter. Was ich auf jeden Fall brauche, ist ein zentraler Mittelfeldspieler und da habe ich auch schon Anfragen an Leute verschickt. Und das werdet ihr im Laufe der Episode hier sehen und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Und was aussieht, ja, hier seht ihr ja die Spieler. Anfrage zu Adel Terabt, Anfrage zu Wilfried Boni und Anfrage zu James Milner. Adel Terabt 14 Millionen, Boni 11,5 Millionen und das ist, naja. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind diese beiden Spieler. Machen wir erstmal Wilfried Boni ein Angebot. Das ist, was sie wollen, aber wir können natürlich auch mal auf 8 Millionen. Wir wollten ja 11,5. Können wir bestimmt noch was dran ändern. Gucken wir mal Lakic 2,6 Millionen. So. Haben wir mal so ein Angebot. Können wir ein bisschen Geld sparen und kriegen wir noch ein bisschen Transferbudget. Und Milner machen wir auch mal ein Angebot. Wie wär's denn mit 9 Millionen? Und Jusu? Nee, das reicht nicht. Ein zentraler Mittelfeldspieler. 1,1 Millionen. Also ich würde mal sagen Jusu. Der ist ja schon ein alter Spieler. Und 11 Millionen. Probieren wir es erstmal so aus. Und zu Adel Terabt kommen wir dann später. Denn da müssen wir nicht unbedingt was ersetzen, aber ist halt ein sehr beliebter Spieler bei mir. Hundelaar zu Spurs, naja, ich weiß ja nicht. Mal gucken, was wir so zu verkaufen haben. Erstmal ein paar Leute noch verliehen. Ja. Wer nimmt denn viel Gehalt weg? Pogacar. Dann werde ich auch nicht wirklich oft einsetzen. Dann setzen wir den mal auf die Transferliste. Denn der kostet uns viel Gehalt. Schäfer behalten wir. Diego wollen wir auch nochmal eine Saison behalten. Olic kann auf jeden Fall weg. Wird erstmal der Saison weggeliehen. Panels. Ach, haben wir alle nicht viel Gehalt weg. Trash. Ja, den benutzen wir. Felipe, naja, ich weiß nicht. Dieser Typ hier, 18 Jahre alt, mit 63er Wert. Können wir auch mal wegleihen. Mal sehen, wie der sich so entwickelt. Cher will wir auch verwenden. Pilar auch. Hasebe. Ja, mehr als Wechselspieler. Helm ist es eigentlich nicht. Das wäre es dann eigentlich erstmal. Ja, Madlung und sowas können wir alles aus Wechselspieler benutzen. Der ist zwar nicht der Beste, aber wer weiß. Wir simulieren weiter und wir warten und wir warten. Ja, ja. So schnell kann es gehen, Bogatetz. Atletico Madrid verhandelt mit. Oh Gott. 9 Millionen und unseren Spieler. Lakic. Hä? Gehen wir einfach mal auf 10. Millionen und Lakic.
Ach so, ja, mein Fehler. Egal. Fehler, ja, da müssen wir wohl Geld bieten. Wie viel wollten die nochmal? Gehen erstmal schon auf 12. Oder? Ja, doch. Das einzige Problem ist, wenn wir beide bekommen sollten, dann müssen wir natürlich ein paar Leute loswerden. Allein wegen dem Gehalt. Und wir warten weiter. Oh Gott, das dauert ewig. Andere Vereine zeigen Interesse. An welchem Spieler? An Wilfried Bony. Dann haben wir jetzt schon ein Gebot gemacht und wissen nicht. Oh Gott, dieses Lecken. Naja, müssen wir mal abwarten. Wäre natürlich nicht das Allerbeste. Dann müssen wir Bas Dost erstmal benutzen, aber eigentlich will ich den mehr als Auswechselspieler/Joker verwenden. Ich hatte auch gedacht, Edin Dzeko zurückzuholen, aber das ist verdammt teuer. Und wie ihr sehen könnt, nicht schlecht. Jetzt ist noch die Sache mit dem Gehalt. 40 und 4 Jahre. Und natürlich ein Stammspieler. Mein Lieblingsstürmer. Selber mit James Milner, da müssen wir mal auf beim Gehalt. Also das ist natürlich schwer. Sehr schwer. Da müssen wir auf jeden Fall ein paar Leute loswerden. Oder wir müssen unser Transferbudget zuweisen und ein bisschen mehr Gehalt aus dem Geld machen. Auf jeden Fall haben wir schon mal zwei Angebote, das hört sich gut an. 3 Millionen. Und Toulouse, Interesse an Helmus, 6 Millionen. Ja, das wäre es eigentlich. Wäre natürlich schön. Mit dem Gehaltsbudget, das wir dann hätten. Wir simulieren weiter. Wir akzeptieren und... Oh Gott, sie wollen keine 6 Millionen akzeptieren. Naja. Das Gehaltsbudget ist sehr wichtig. Und wenn wir die beiden loswerden, dann hätten wir auf jeden Fall genug für Boney und für Milner. Da fehlt natürlich noch Tarabt, aber... Den können wir noch ersetzen. Boney nimmt auf jeden Fall schon mal an. Das ist eine gute Nachricht. Und wir haben unseren ersten Spieler gekauft. Aber James Milner lehnt ab. Naja, ich weiß ja nicht. Viel mehr Geld haben wir ja nicht. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Neuverpflichtung nicht schlecht. Wilfried Bony ist schon mal da. Haben wir schon mal einen. So eine Aufstellung werde ich auch noch einiges ändern. Dieser. Nicht der allerschnellste. Aber schon ziemlich torgefährlich. Wenn er mal die Chance bekommt. Distanzschütze und Powerkopfball. Stärke. 93 Stärke hat er. Auf jeden Fall nicht schlecht, finde ich. Bringen wir den schon mal dahin. So. Und wir summeln weiter gleich. Und es geht weiter. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt noch ein paar Transferangebote bekommen. Auf jeden Fall Olic muss weg. Denn der nimmt echt viel Gehalt weg. Aber das dauert mal wieder ewig. Also mit unserer Verteidigung, da bin ich eigentlich noch zufrieden. Nur unser Mittelfeld könnte natürlich zwei neue gute Leute gebrauchen, aber
Wir warten ab. Spieler verkauft, ihr seht schon unten. Das muss auch FIFA soweit sein. Na komm. Und da kommt die Nachricht. So, zwei Spieler weg und ein Transferangebot. Eine Laie. Die nehmen wir auf jeden Fall an. Mit einem 18-Jährigen. Wer weiß, was aus dem wird. Stammplatz von Helm ist in Gefahr. Ne, der ist ja sowieso gar nicht mehr da. Und jetzt schauen wir nochmal. Ganz vergessen. Na komm, stopp endlich. So. Verhandlungen. Ein neues Angebot für James Milner. Jetzt haben wir deutlich mehr Gehaltsbudget. Ich mal sagen, wir gehen auf 70, aber dann auch 4 Jahre. Und dafür kommt 75. Ich denke, dann kommt er auf jeden Fall. Und wir warten wieder. Diese Episode wird ziemlich langweilig für euch allein, glaube ich. Und James Milner lehnt wieder ab. Oh Gott, was ist mit dem los? Ich habe nur 3 Jahre und 70. Kann es nicht mal klappen. Na komm. Oh Gott, er will einfach nicht, wie es aussieht, er will nicht nach Deutschland. Egal. Geld ist hier das verspielt. Von daher 4 Jahre für 80.000. Das sind 20.000 mehr, als er momentan bei City bekommt. Warum kommt er nicht? Also wenn der nicht kommt, dann habe ich auf jeden Fall noch eine andere Option. Oder zwei andere. Ne, er will einfach nicht und ich will auch gar nicht höher gehen. Von daher sagt er nein, dann gehen wir mal schnell zu den Transfers. Und dann suchen wir mal schön nach den Benders. Wenn ich hier nehme, ist eigentlich völlig egal. Alter und Gesamtwert und Preis und Gehalt, alles dasselbe. Aber ich finde Lars besser. Schicken wir mal auch mal eine Anfrage. So. Und warten ab. Und wir gehen wieder weiter. Ich weiß ja nicht. Müsste schon um die 2,5 Millionen wert sein. Am besten noch auf derselben Position. Wir probieren es mal so. Jetzt war ein zentral offensiver Spieler, aber. Vielleicht werden wir überrascht. Und von wegen Transfers, ich beende jetzt hier erstmal den ersten Part. Mit einem guten Tschüss und einem guten Tag an euch.